Wir sind in Pirmasens in der Südwestpfalz. Notarzt Max-Peter Weber kommt hier gerade von einem Einsatz zurück. Eigentlich ist er Chef der Notaufnahme im städtischen Krankenhaus. Aber wenn er Notdienst hat, so wie heute, ist er auch als Notarzt im Einsatz. Er hat sehr viel Erfahrung. Unzählige Male hat er bei seinen Einsätzen auch Gewalt erlebt. An einen Patienten erinnert er sich ganz besonders. Dieser war unzufrieden mit der Diagnose. Und dann ganz unvermittelt hat er mich richtig weggestummt. Ich bin in so ein Eck zurückgefallen. Und der ist dann aus dem Behandlungszimmer verschwunden, schnell aus der Ambulanz raus. Und wir hatten da auch eine ältere Glastür als die aktuelle, die mit Wucht so ins Schloss geschmissen, dass das Glas aus der Fassung rausfiel. Da war ein Garderobenständer mit einem Spiegel und auch der Garderobenständer flog gegen den Spiegel und der Spiegel ging zu Bruch. Mittlerweile gäbe es in der Notaufnahme von Pirmasens keine Gegenstände mehr, die geworfen werden könnten. Alles, was als Waffe benutzt werden kann, werde weggeschlossen. Sie werden bespuckt, gekratzt und gebissen. Das sei normal, erzählt er uns, und werde gar nicht mehr als Gewalt angesehen. Wenn jetzt jemand plötzlich geschlagen wird, ja, das würden wir als Gewalt bezeichnen. Zum Rest sagen die, das andere ist Alltag. Im Team werde intensiv zusammengearbeitet und über die Extremfälle auch viel gesprochen. Die Pflegekräfte versuchen Verständnis für die Patienten aufzubringen, weil diese sich in Extremsituationen befinden. Ellen Griesch ist pflegerische Leiterin der Notaufnahme und erzählt uns, weshalb das helfe. Es ist eine Art Schutzmechanismus. Manchmal hilft's, manchmal nicht. Das Extremverhalten zu entschuldigen mit der Situation, in der sich Patienten befinden, das machen sie auch, um die Vorfälle nicht zu persönlich zu nehmen. Auch Ellen Griesch hat einen Fall erlebt, der sie bis heute beschäftigt. Ein Vater glaubte, seiner Tochter werde nicht schnell genug geholfen und bedrohte sie. Dann ist aber der Vater ziemlich bösartig auf mich zugekommen, so weit von meiner Nase weg. Wenn du jetzt nicht sofort den Doktor rufst, dass der meiner Tochter helfen kann, dann sehen wir uns gleich mal da draußen. Dabei hatte sie der Tochter längst geholfen. Aber wie geht man mit solchen Situationen um? In diesem Fall habe sie keine Hilfe in Anspruch genommen. Aber in einem anderen, als ein Patient handgreiflich wurde, schon. Und es hat mich schon beschäftigt, was? Ich stand nicht in erster Reihe, in zweiter Reihe. In der ersten Reihe standen die Männer. Was ist, wenn jetzt jemand da verletzt wird? Ja, was machen wir dann weiter? Eigentlich heißt es immer Eigenschutz. Lauf weg, wenn sowas ist, aber das können wir nicht. Und da haben wir die Möglichkeit, eine Supervision zu machen. Das heißt, mit jemand Außenstehendes darüber sprechen, wie die Situation war. Verbale und körperliche Gewalt von Patienten gegenüber dem medizinischen Personal. Die Vorfälle häufen sich. Aber warum? Bei unserer Recherche werden uns zwei Gründe immer wieder genannt. Eine Verrohung der Gesellschaft und hoher Alkoholkonsum. Auch Dr. Weber bestätigt uns, die meisten der extremen Vorfälle passierten nachts unter Alkoholeinfluss. Das wollten wir genauer wissen und haben beim Landeskriminalamt nachgefragt. Das LKA schickt uns Zahlen zu den Gewaltvorfällen in Krankenhäusern. Danach gibt es seit 2018 jährlich über 1500 Vorfälle, Tendenz steigend. Eine genaue Zahl, wie viele gewalttätige Angriffe es von Patienten auf Pflegepersonal in Rheinland-Pfalz gibt, konnte uns das LKA allerdings nicht nennen. Solche Fälle gibt es in ganz Rheinland-Pfalz, auch in Kaiserslautern. Hier sind wir mit der Kinderkrankenpflegerin Nina Juhr verabredet. Wir treffen sie in der Kindernotaufnahme im Westpfalz-Klinikum. Auch ihr ist Gewalt widerfahren und das erst vor kurzem. Sexualisierte Gewalt. Also es war in meinem Nachtdienst und der Wartebereich war schon sehr leer. Also es war noch ein Patient da. Dann ist ein unbekannter Mann reingekommen, hat sich in den Wartebereich gesetzt. Nachdem der letzte Patient dann gegangen war, hat der Mann angefangen zu onanieren und hat mich auch dabei angestarrt. Ich habe mich sehr bedroht gefühlt. Und die 5 Minuten bis Sicherheitsdienst oder auch der diensthabende Arzt da waren, sind mir vorgekommen wie eine Ewigkeit. Das Erlebte hat sie bis heute nicht verarbeitet, sagt sie uns. Ich habe, glaube ich, noch nie so große Angst empfunden. Ich habe mich enorm bedroht gefühlt. Andrea Bergstresser ist Pflegedirektorin dieser Klinik in Kaiserslautern und Vizepräsidentin der Landespflegekammer. Sie hat klare Forderungen, damit solche Vorfälle wie der von Nina Juhr mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Ich würde tatsächlich anregen, über eine Meldestelle nachzudenken und mit den Verantwortlichen im Gesundheitswesen ins Gespräch zu kommen, das Thema ernsthaft aufzunehmen und aufzugreifen und damit auch zu signalisieren, auch den Beschäftigten im Gesundheitswesen zu signalisieren, dass es ein Thema ist. Eine Befragung der Landespflegekammer Notaufnahmen hat ergeben, nur jede 10. Person, die dort arbeite, fühle sich ausreichend auf Gewaltvorfälle vorbereitet. Deshalb fordert die Landespflegekammer bezahlte Wachdienste vor allen rheinland-pfälzischen Krankenhäusern und finanzierte Deeskalationskurse. Und was sagt das Gesundheitsministerium zu diesen Forderungen? Generell obliegt es den Krankenhäusern als Arbeitgeber im Leitbild, ihrer Einrichtung den Schutz der Beschäftigten vor Gewalt und Aggression zu verankern und unterschiedliche Maßnahmen zu ergreifen, zum Beispiel Schulungen in Gewaltprävention oder Deeskalationsstrategien oder auch technische Voraussetzungen zu schaffen, wie die Einrichtung von Alarmsystemen oder einer Videoüberwachung. Das Gesundheitsministerium sieht die Verantwortung also bei den Krankenhäusern. Doch um die Situation nachhaltig zu verbessern, muss auch die Politik der Verrohung der Gesellschaft mehr entgegensetzen.